Tja, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Devil May Cry 3, Auftrag 6. Familienbande, bestehen Sie die Probe und bannen Sie sich einen neuen Weg. Bannen Sie sich so rum. Und wie im letzten Part erwähnt, möchte ich meine Ausrüstung wechseln. Mal schauen, was unsere neuen zwei Kameraden so drauf haben. So, mal schauen. Okay, dann Kombos sind auf jeden Fall wieder teuer. Und auch wieder blöd zu benutzen. Ja, und die haben auch einen Doppelsprung. Naja. Wir brauchen hier keinen Doppelsprung, um den Walljump haben. So, beginnen wir mit dem Auftrag. Okay. Der durchdringende Blick der Statue dieser Göttin ist auf die vordere Tür gerichtet. Okay, schauen wir, müssen wir irgendwie hier durch. So, hier kommen wir wahrscheinlich noch nicht weiter. Heißt, wir haben sowieso nur einen Weg für den Anfang. Und direkt wieder eine Götterstatue. So, ich möchte mir allerdings noch mehr gelbe Kugeln holen, da die wirklich wichtig sind. Okay, und hier haben wir vier Tafeln. Meine Probe besteht, ist noch nicht weiter. Noch nicht weit. Wer zwei Proben besteht, erweitert seinen Horizont. Wer alle Proben besteht, erfüllt sein Potenzial. Ihre Weisheit wird im Raum vor Ihnen auf die Probe gestellt. Setzen Sie Lebenserfahrung ein. Vom krabbelnden Kleinkind über den aufrechten Mann bis zum Greis, der sich auf seinen Stock stützt. Ihre Techniken werden im Raum vor Ihnen auf die Probe gestellt. Überwinden Sie alle Hindernisse, um Ihre Zukunft zu sichern. Und das dritte ist, Ihr Kriegerherz wird im Raum vor Ihnen auf die Probe gestellt. Lassen Sie alle Wappen leuchten, um die Wut des bösen Geistes zu zähmen. So rum. Okay, das heißt wahrscheinlich, hier müssen wir irgendeinen Bossgegner bekämpfen oder beziehungsweise zähmen. Hier müssen wir wahrscheinlich sehr viele Gegner killen. Und ich glaube, hier müssen wir einfach nur irgendwie durch den Raum kommen. Na, wir machen sowieso, müssen sowieso wahrscheinlich alle drei machen. Fangen wir einfach mit dem leichteren an. Raum der Weisheitsprobe. Ja, okay. Wir müssen schon wirklich durch die Räume kommen und man sieht schon einen Unterschied. Die an der Seite haben keinen Kristall auf dem Kopf. Und der hier hat einen Kristall. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich hier weiter. Verdammt, verdammt, das kostet uns sehr viel Leben.
So, komm schon. So, letzte Gegner. Und wir müssen... Nanu. Oder war es falscher Weg? Okay, es war scheinbar der falsche Weg. Okay, dann müssen wir doch nicht durch den mit dem Kristall, sondern durch einen der anderen zwei. Okay, gehen wir erstmal hier rum. Dann darum. Okay. Also links und dann einmal rechts. Sollte man sich eigentlich merken können. So, komm schon. Ah, verdammt. Ah, es war knapp, dass sich der wieder geteilt hätte. Ah, jetzt hat das sich geteilt. So. Okay. Woran merkt man jetzt, in welcher Richtung Weg der richtige ist? Habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden. Das ist jetzt auch der falsche gewesen. So, komm schon. Und wieder zurück. Okay, einmal nach rechts, einmal nach links und einmal scheinbar geradeaus. Ja. Weisheitsessenz. Kaum greifbares Wissen der Vorväter. Geben Sie dies der Göttin, um einen neuen Weg zu öffnen. Okay. Das heißt, den Raum hätten wir schon mal. Dann gehen wir gleich mal durch den nächsten Raum. So, Fähigkeitsprobe. Okay. Ich glaube, ich verstehe es ungefähr.
Okay, okay, okay. Wird auf jeden Fall. Das war blöd. Das war blöd. Gerade noch geschafft. Technikessenz. Überragende Techniken der Vorväter. Geben Sie dies der Göttin, um einen neuen Weg zu öffnen. Ja, war klar, dass jetzt wieder Gegner hier sind. Ich glaube nicht, dass ich die bekämpfen muss. Oder ich hoffe es zumindest. Bräuchte mal wieder ein bisschen Heilung. Naja, müssen wir zum Glück nicht bekämpfen. Und das dritte war irgendwas mit einem Geist. Die Kriegerprobe, genau. Und wir sehen schon. Wir müssen scheinbar die hier aktivieren. Sonst können wir den hier wahrscheinlich keinen Schaden machen. Und wir haben genau einen HP. Das ist. Na, zum Glück bekommen wir wieder ein bisschen Leben. Gar nicht gut. Jetzt ist das andere Rad ausgefallen. Jetzt kommen auch noch die großen Gegner. Verdammt, verdammt, verdammt. Und das andere Rad auch gleich wieder aktivieren. So, komm schon. Okay, down. War auf jeden Fall für eine kurze Zeit eine knappe Kiste. Wir haben das. Oder die Kampfessenz, besser gesagt. Der Kampfgeist der Vorväter. Geben Sie dies der Göttin, um einen neuen Weg zu öffnen. War auch klar. Okay, heißt, wir haben alle drei Objekte. Heißt, wir können drei neue Wege öffnen. So. Baum der Göttin. Sie haben folgendes Objekt benutzt. Kampfessenz. Es ist nichts passiert. So, jetzt benutzen wir noch die Technikessenz. Okay. Was passiert, wenn wir jetzt noch die Weisheitsessenz benutzen? Wir bekommen eine neue Waffe. Artemis.
Eine Schusswaffe aus der Dämonenwelt, die Pfeile mit konzentrierter Dämonenenergie feuert. Na, haben wir leider jetzt auch nicht dabei. Und das ist wahrscheinlich wieder so wie damals Nightmare S. Oder Beta, besser gesagt. Da der ja stammt, dass sie Dämonenenergie verschießt. Heißt wahrscheinlich, wenn wir Dämonenenergie mal besitzen, wird die stärker, beziehungsweise verbraucht die unsere Dämonenleiste. Höchstwahrscheinlich. Noch haben wir ja keinen Devil Trigger Modus. Naja, gehen wir mal weiter. Der dunkle Gang. Und wir haben zum Glück die richtige Waffe hier für die Statue. Na, komm schon. Ah, gerade noch ein A geschafft. Und wir haben eine blaue Kugel erhalten. Heißt, unser Leben hat sich maximiert. So. Allerdings glaube ich, werde ich den Part an dieser Stelle noch schnell beenden. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Lasst eine Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Wenn ihr nichts mehr verpasst, dann könnt ihr gerne noch ein Abo da lassen. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge von Devil May Cry 3 wieder. Ciao.